Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Citizen. Ja, in der letzten Folge waren wir hier verloren auf der Raumstation, da wir nicht wussten, wie wir halt in den Hangar kommen. Und ich musste wirklich einige Guides anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Alleine schon das Fliegen, das Landen, Bergbau will ich erst gar nicht drüber reden. Ja, es gibt Bergbau. Aber es ist auch ein bisschen komplex. Aber naja. Ich habe auch einige nützliche Tipps bekommen in den Kommentaren. Und zwar einmal vom Marcel. Wir hatten ja zu der ersten Folge hatten wir ja den Arena Commander benutzt, beziehungsweise sind im Arena Commander geflogen und auch bei den Star Marines. Und hat auch Marcel geschrieben, mit dem Schiff bekommst du im Arena Commander nur auf die Birne. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass ich schnell auf Wiedersehen war. Er hat auch geschrieben, ich soll besser ins PU gehen, also in das Universum, wo wir jetzt gerade sind, und einige Deliver-Missionen machen. Mit dem verdienten Geld kann man sich aufrüsten. Das Geld im PU, UEC und im Arena Commander REC sind voneinander getrennt. Gut zu wissen. Danke für den Tipp. So, ansonsten gab es hier einige Sachen. Also viele Kommentare sind irgendwie komischerweise verschwunden. Besonders ein Kommentar. Und zwar vom... War das... Nee. Oh, es ist nicht, er ist nicht mehr da. Schade. Doch, hier, von Thyako Leo. Lieber Thyako Leo, dein Kommentar wird mir zwar auf dem Handy angezeigt, ja, weil du hast auch geschrieben, na, und noch ein Bekehrter. Tu dir den Gefallen und spiele gleich richtig, okay? Jetzt wie hier im Universum. Du hast die C8X, die Titan ist eine Leihgabe durch die Ausstellungstage, okay. Also rein in das große Star Citizen Welt. Und ja, dann kann ich das da nicht weiterlesen, dann habe ich mal draufgeklickt, aber der Kommentar, ich weiß jetzt, entweder hast du den gelöscht, weil er wird mir nicht mehr angezeigt. Schade eigentlich, ich hätte dir gerne drauf geantwortet. Ja. Aber da kann man nichts tun. So, aber heute werden wir mal in den Hangar gehen. Denn in der letzten Folge war es so gewesen, dann habe ich ja den Hangar nicht entdeckt. Und es ist eigentlich... Eigentlich wollte ich rausgehen. Wir waren eigentlich auf dem richtigen Weg gewesen. So, und ja, es tut mir leid, dass es auch in der letzten Folge sehr, sehr stark geruckelt hat. Es war ein Fehler von mir gewesen, im Hintergrund Handbrake laufen zu lassen für die Videos zu rendern. Das ist, sage ich mal, das einzige Spiel, wo ich sagen muss, ja, wo es halt passiert. Gut, ich muss auch sagen, Star Citizen ist noch halt in der Alpha. Ich glaube, 3.7 ist es noch. 3.7, 2. Ich habe so irgendwo jetzt halt in den Kommentaren gelesen. Und ja, dass es mal, sage ich mal, so FPS-Einbrüche kommt, ja, gibt es. Aber das war ja in der letzten Folge... Kommt sie hereinspaziert. Das war in der letzten Folge, war das auch schon extrem gewesen. Und dann, ja, jetzt soll es hoffentlich ein bisschen flüssiger laufen. So, wir sind da. So, gut. Wir kehren erstmal hier zu der Arcor Plaza. Also ich musste mir auch eine Karte nachschauen, wie wir überhaupt zu dem Hangar kommen. Es ist eigentlich ganz einfach, weil wenn man diesen Weg hier mehrmals gelaufen ist, dann ist es einfach. Nur ich habe mich in der letzten Folge ein bisschen doof dran gestellt, aber naja. So, wir fliegen, ne, wir gehen erstmal zur Arcorp, das ist hier zur Zone 3, ne, hier ist es, zu City Flight. Da. So, und dann geht's hier zu Area 18 Spaceport. Dort geht's hin. Dort werden wir halt unser Schiff jetzt einmal begutachten. Und wir müssen hier tatsächlich wirklich auf einen Zug warten. Ja, also auf eine, ja, sage ich mal, Magnetbahn,
Personentransporter halt. Auf den müssen wir tatsächlich warten, weil es ist so, das Spiel ist ja so gemacht worden, als würde man sich in der Realität befinden, weil man muss ja auch immer auch in der Realität auf den Zug warten, egal ob es 5 Minuten sind oder 10 Minuten, man muss halt warten und da ist er auch. Und dasselbe ist auch mit dem Bergbau, besonders mit dem manuellen Bergbau, ist es schon doch, ja, ziemlich lustig. So, wie gesagt, die Zugreise dauert etwas. Leider kann ich halt nur, ja, reden. Und dann geht's jetzt hier los zum Spaceport. Und es gibt ja auch die Möglichkeit für einen, wie soll ich sagen, eine Landeerlaubnis anzufordern. Ist schon auch ein bisschen tricky. Alleine schon, ja, hier dieser weiße Punkt, das ist halt das Inventar, was wir hier haben. Also wenn man F gedrückt hält, also vieles ist über F gedrückt halten. Ja. Sit. So, mit W wieder aufstehen, okay. Ja, es sind halt so ein paar Dinge. So, hier ist der Bahnhof, beziehungsweise der Spaceport. So. Und dann raus mit uns. Und dann geht's hier durch. Zum Spaceport. Dann geht's hier weiter. Hier runter. Es ist doch alles recht sehr verwinkelt. Eigentlich ist hier eigentlich alles hier oben beschriftet. Customer Interviews, aber einige Läden sind halt noch nicht. Oder Läden nicht gerade, aber einige Sachen sind halt noch nicht fertig. Ja. Und hier sind wir jetzt am Terminal, wo wir halt unser Schiff rufen können. Space Retrieval Konsole. Ups. Du Arsch. So, Use. So, wir haben hier die Aegis Avenger Titan. Und wir haben hier die Anvil C8X Imperius Expedition. Wir rufen den uns. So, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Und dann wird uns gleich angezeigt, in welchem Hangar wir gehen müssen, wo unser Schiff ist. Und zwar in Hangar 05. So, okay, wir verlassen den. Denn es ist so, es gibt hier ja verschiedene Hangare. So. Hangar, Elevators, Hangars. Und dann sind hier die Elevators. Call Elevator. Bisschen warten. Hallo? Ja. Und wir müssen jetzt dazu Hangar 05. Denn hier gibt es 12 Hangare. Und dort müssen wir halt jetzt dahin. Und eigentlich wurde. Ah ja, hier ist auch das Schiff. Wird jetzt mir angezeigt. Hey, wie fliegt denn. Wie geht denn der. Oh. Ja, sind wir gleich da. Hier sind wir. Und dann haben wir hier unser kleines Schiff. Ja, wenn man mal denkt, andere Schiffe sind größer, das hier ist relativ klein. Naja. Gut. Er hat hier eine Laderampe. Open Door. Und wir können uns ja hier nicht frei bewegen. Mit T kann man das Licht einschalten. Und hier wieder Closed Door. Er hat einen Sitz, zwei Sitze für Passagiere. Wir haben hier ein paar Behälter.
beziehungsweise ein paar, ja, für ein bisschen was zu verstauen. Und ja. Enter Pilot Seat. Einmal bitte umdrehen. Danke. So, und da gibt es hier schon einige Sachen, wie hier Flight Ready Power On. Was haben wir hier? Hier können wir noch die Schilde noch einstellen, wie man sie braucht. Dass die rechte Seite verstärkt wird. Beziehungsweise aufgeladen wird, glaube ich. Usage. Standby. Man kann die Schilde ausstellen. Also man kann hier vieles, vieles einstellen. Auch hier Open Exterior, Press to Unlock, Exit. Das ist schon nicht so wie in Elite Dangerous. Hier kann man noch Sachen einstellen, Menu. Self-Status, Power, Heat, Comms. Denn hier bei den Comms muss man später eine, wenn man landen möchte, eine Landeerlaubnis anfragen. Das heißt, ich muss hier wirklich hingehen. Hier wirklich auf Comms gehen. Hier haben wir die Area 18 Landing Service. Dort muss man hier dann dieses WLAN-Symbol anklicken, für anzurufen oder anzufunken, dass wir eine Landeerlaubnis benötigen. Targets, okay, Weapons. Hier kann man noch die Energie einstellen, wie es aussieht, Systems, Guns. Wir haben 0 Ammo, Lebenspunkte 100, Missiles. Ammo 2 Stück, also 2 Missiles haben wir. Das ist schon doch relativ, ist eigentlich mal sehr komplex. Achso, hier können wir das hinten auch machen. Power, hier die Energieverteilung einleiten auf die Waffen, auf die Triebwerke oder auf die Systeme. Jetzt ist es momentan ausgeglichen auf ja, jeweils 33%. Items, also, ach du Scheiße. Da kommt auch. Oh, was? Das wollte ich jetzt ja nicht tun. Achso, mit der mittleren Maustaste kann man ja heranzoomen, wegzoomen. Okay. Hier ist das Menü. Hier können wir nichts einstellen. Hier sind unsere Schilde. Oh ja, hier können wir auch einiges einstellen. Also wir lassen das mal so. Seth, go to my location. Ah, okay. Wir können hier noch die Karte umstellen. Crusader, set destination, set my location. Radar scale, okay. Ja. Engine on. So, jetzt weiß ich nicht, wie man jetzt abhebt. Mit W? Ah, ne, mit Leertaste. Wo ist denn der Ausgang? Auch eine Art Landecomputer. To tackle spooling. Okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, wie ich hier den Laden hier verlasse.
Der Ausgang wäre für mich hier oben. Der Ausgang wäre für mich hier oben. Wo haben wir die... Menu comes. Landing Service. Global Command. Da tut sich nichts. Ja, irgendwie müssen wir doch hier noch den Laden hier verlassen. Ah, hier. Okay. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ein ganzer Planet, ne? Ja, das ist kein Planet. Das ist cool. Das ist richtig cool. Oh, wir haben noch die Lande-Gears nach unten. Jetzt muss ich mal nachschauen mit den Gears. Key-Bindings. Weapons. Toggle-Chat. Mit N. Landing-Mode, Toggle. Achso, okay. Mit N gibt es halt, wenn man... Es gibt einen, ja, sage ich mal, Art Landecomputer, der uns automatisch landen lässt. Jetzt weiß ich nicht, die Landing Gears. Landing Mode, Toggle LN, Autoland. Ah, mit N, doch mit N. Okay. Das ist cool. Ja, wir sind hier auf dem Planeten, ne? Das ist richtig geil. Ja gut, dann fliegen wir mal hoch ins Weltall. Quantum Drive Spooling, Tab B, Toggle Spooling. Ach du Sch... Okay, und aus. Ich sehe nur... ich sehe nur viele, viele Dreiecke. Ja, die Dreiecke sind alles Sachen, wo wir anspringen können. Mit F2, die Star Map. So wie ich was mitbekommen habe, soll auch die Star Map etwas bisschen buggy sein. Ach du Scheiße. Ja, das ist Stanton, das Sonnensystem. Crusader. Wir befinden uns hier bei A-Corp. Es ist ja auch nicht, diese Karte ist ein bisschen, naja, sehr, sehr durchsichtig.
So, denn es soll ja hier auch irgendwo noch eine weitere. Gut, okay, es gibt mehrere Stationen. Ja, wie gesagt, man sieht jetzt ja hier schon die Karte nicht mehr. Hier gibt es eine Station. Ah, hier. Come away, call me Dema. Celine ist... Okay. Das ist eine Come away. Jela ist, glaube ich, nicht. Setwood, okay. Dann beenden wir mal die Star mit Fieber. So, und dort hinten ist irgendwo der Punkt. Ja, hier hinten, genau. Punkt 1 von 5. Sein. So, aber wie kann ich jetzt hier mein das ist das Dame. Warning, Flexes sind overheated. Überfragt. Wie weit sind wir überhaupt hier vom Planeten weg? Ja, eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wie die Atmosphäre sich hier verhält. Ach ja. Uiuiui, was hat denn hier für Wege eingezeichnet? Die ganzen. Okay. Jetzt fliegen wir mal zu diesem Punkt. B. Quantum Drive System online. Ja. Oh, das wollte ich jetzt ja nicht tun mit G. B gedrückt halten. Okay.
aufgeladen und... wird er mir hier noch hinter dem Mond angezeigt. Was ja ziemlich komisch ist. Ja, es wurde auch schon mal gesagt, dass die Wegfindung noch nicht so passend ist. Und auf geht's. Wusch. So, okay, hier hinten haben wir dann Crusader. Wir laden auf. Ah, eine halbe Stunde. Okay, jetzt funktioniert's. Jetzt hat's funktioniert. Das ist ja richtig cool. Das macht schon Spaß. Bin mal gespannt, wie das funktioniert mit dem Handel. Mit dem Handelssystem und Bergbau. Bergbau würde mich eher mehr interessieren. Aber es soll auch sehr zeitintensiv sein. Also um dort, sage ich mal, bis man sich hier seine Millionen herangekratzt hat, muss man schon einige Jahre spielen. Also es ist nicht so wie bei Elite Dangerous und man sagt, hey, ich hole mir ein Bergbauschiff, was weiß ich, ein Typ 6 und gehe einfach mal Deep Mining betreiben und mache dann halt innerhalb von einem Tag, was weiß ich, wie viele Millionen. Eine Milliarde, keine Ahnung. Und dann hat man sich einen dicken, fetten Anaconda gekauft. Und ja, das ist hier nicht der Fall. Also hier sind es wirklich nur ein paar mickrige Tacken, die man da bekommt. Aber naja. Okay, der Weg dauert doch recht lange. Also es sind 39 Millionen Kilometer. Das kann doch nicht so lange dauern, oder? Also, wo sind denn hier die Veteranen unter euch? Dauert das wirklich so lange? Ah, gut. Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen hier mal Feierabend und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn wir dort hinten am Planeten Crusader angekommen sind. Und ja, genau. Kann ich hier meinen Sitz hier, kann ich hier aufstehen? Engine on will ich jetzt ja nicht machen. Ja, Tatsache, man kann aufstehen. Ha, das ist gescheit. Hey, das finde ich cool. Man kann auch hier wirklich noch was... Wenn man ein größeres Schiff hat, kann man hier auch seine Tätigkeiten durchgehen. Und man ist hier am Fliegen. Das ist cool. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.